Hallo Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Heute bin ich in Hamburg mit Sören und Annika. Und wir werden Motorrad fahren. Ja. Ich mag deine Frisur. Sie sind perfekt. Schön, dich zu sehen, Sören. Schön, dich zu sehen. Schon ein bisschen was her, oder? Dass wir zusammen gefahren sind. Oh. Die Leute fragen mich immer, ob ich Beef mit dir habe. Hat mich gestern auch einer gefragt. Ja, du bist halt einfach ein Spast, muss man an der Stelle sagen. Ja. Also du bist jetzt wirklich umgestiegen. Von Motorrad auf Quad. Ja, das ist richtig das geile Teil. Kann man da zu zweit sogar drauf? Ja, klar. Meinst du, wir kriegen das zum Umfallen? Niemals. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hey, was machst denn du jetzt? Oh! Junge, du doch, Alter. Junge, bist du behindert? Scheiße, ich hab den Gang nicht eingelegt. So. Darf ich jetzt absteigen oder fährst du wieder? Ich fahr dich noch zum Bike. Oh, Junge, 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 Junge. Bro. Chill mal. Let's go. Hier wird nicht gechillt. Sören auf dem Quad, auf dem Snala. Das verlost du gerade auf Instagram. Das gibt's zu gewinnen. Krank, Alter. Heftiger Typ. Also, wenn ihr es gewinnen wollt, Instagram Blackout. Ich darf diese brandneue KTM 96 SMCR RR SMC 96 Supermoto krass fahren. Schauen wir mal, was das Ding so kann. Geil, Alter! Das sieht so bescheuert aus! Jetzt erste Herausforderung, pass auf, hier über den Bordstein halb. Hier, siehst du den da? Boah, der ist aber voll nah dran irgendwie. Komm, versuch mal. Hä? Hier, oder was? Nee, ich meinte den da. Da ich doch die Pölle ab. So. Nein, 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 hier, den hier. Nicht da vorne, Sören, nein! Halb über den Bordstein. Die Leute gucken schon! Hast du was anderes gemeint? Ja, ich meinte die Verkehrsinsel in der Mitte. Ach so. Kannst du jetzt eigentlich auch rückwärts fahren? Ja, klar. Wie geil ist das denn? Alter! Boah, das ist so eine Selbstmörderschaltung, oder wie heißt es? Guck jetzt, pass auf, jetzt knallt der wieder einen Gang rein. Achtung! Zack! Was? Geil! Von wann ist das Teil? Von 1940 oder was? Das sieht aus wie ein Kriegsmotorrad. Soll ich einfach mal über so einen Reifen rüberfahren? Also ohne Scheiß, wenn du das machen würdest, da wäre nichts mehr vom Reifen übrig. Das ganze Rad wäre wahrscheinlich zermatscht. Junge, das ist Real Life Mario Kart. Stell dir mal vor, du hättest eine Banane dabei. Servus. Wie findet ihr das Quad? So auf einer Skala von 1 bis 10. Junge, die machen gleich Auffahrunfälle. Guck mal, die spielen wirklich Mario Kart. Ja. Boah. Alter. Sollen wir mal Bike tauschen? Okay, let's go. Ich krieg den neutral wieder nicht rein. Ja, dann halte ich die Kupplung. Ah, mein Handschuh, mein Handschuh. Junge, Chaos, Alter. Schnell, es ist grün. Du musst noch auf die Ganghebel. Auf H, auf H, auf H. Ja, wie auf denn? H. Auf einfach hochdrücken auf H. Einfach hochdrücken auf H. Und dann Daumengas, Daumengas. Ich habe alles unter Kontrolle, keine Sorge, ich bin Profi, okay? Fahr mir keine Felge kaputt. Alter! Weg von dem Gebüsch, David. Junge, ey, mir darfst du so ein Ding nicht geben, ich schwör's dir. Ich merk's jetzt schon, du sitzt 2 Minuten drauf und drehst schon völlig am Rad. Also Sören, ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich mal in die Stadt mit dem Quad, nehmen noch einen zweiten Helm mit und versuchen mal ein paar Mädels aufzureißen. Wir spielen einfach Taxi, weißt du, was ich meine? Aber so ein cooles Taxi, halt nicht so ein normales, sondern halt ein Quad. Alter, halt doch dein Maul. Hast du gesehen, alle am Auge gemacht. Schockgesell. Hallo Annika. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Ich auch. Heftiges Bike. Danke. Das ist eine BMW. S1000 RR. Wie viel PS hatten die? Die hat 200 PS, 201, 202, irgendwie so. Also nicht so viel für den Alltag, für Stadt ganz okay. Was ist das hier? Bisasam? Bisasam, genau. Ich dachte, passend irgendwie zum Dekor. Geil. Ey, nee, wirklich sieht mega schön aus. Richtig, richtig heftig. Sollen wir ein paar Frauen aufreißen? Ich? Bist du so bi-neugierig? Nee. Nee. Aber so just for fun würdest du mal machen, oder was? Nee. Nee. Das hast du mich noch nie gefragt. Ob du bi-neugierig bist? Ja. Wann auch? Warum sollte ich dich sowas fragen? Morgens am Frühstückstisch. Du, Annika, bist du eigentlich bi-neugierig? Also, ich hatte gerade die Idee, dass wir so eine Challenge machen. Dass du fragst, wie immer, deinen Anderspruch, bla bla bla, und willst du bei mir fahren oder willst du bei ihr mitfahren?
Und dann mal gucken, wofür sich die Ladies entscheiden. Dürften die auch bei Sören mitfahren oder wirst du dann eifersüchtig? Das geht nicht, ich habe keine Sozio-Fußrasten. Die habe ich abgeschraubt, nämlich deswegen. Laber kein! Krank, Alter, Junge, ey. So, wir müssen uns nachher mal unterhalten. Aus geisteskrank. Wir brauchen ja ein Mädel, welches alleine unterwegs ist. Boah, das ist wahrscheinlich die schwerste Challenge des Tages. Oder ein Typ. Auf gar keinen Fall. Am besten so ein 2-Meter-Typ. Der dann richtig witzig aussieht auf einer Supersportler. Ja, aber er ist mit einem dicken Schwanz, der dir den Rücken drückt. Hallo. Was ist mit ihr hier? Hinter dir? Rechts? Oh ja, ja. Entschuldigung, wir machen heute so eine kleine Aktion. Wir bieten kostenlose Taxifahrten an. Einmal auf diesem, das ist ein Segway, Quad mitzufahren oder bei Annika da drüben auf der BMW, so eine Sportmaschine. Ich aber vielen Dank. Okay, die hatte keinen Bock. Du musst Annika weglassen. Nein, Annika ist gut. Nein, Annika ist schlecht. Ich hatte das Gefühl, Motorrad ist zu krass, da mitzufahren oder hier hinten. Sondern du persönlich, ich biete dir an, dich hier hinzufahren. Das ist geiler. Oh, guck mal hier, sie. Da fahr einfach auf den Gehweg. Hier einfach drauf, oder was? Ja, ja, ja. Du Scheiße. Einfach ihr im Weg. Okay, David, selbstbewusst, du schaffst es. Entschuldigung. Ich bin der David, hi. Freut mich, Lilly. Ich mache heute eine kleine Aktion. Ich fahre durch Hamburg und biete Taxifahrten auf diesem Segway Quad an. Das heißt, egal wo du hin willst, kannst du mir jetzt sagen, wo ich dich hinfahren soll. Ich fahre dich dahin. Nee, ich bin gerade auf dem Weg zum Sport. Muss er noch weit oder? Nee, 2 Minuten. 2 Minuten nur. Soll ich dich die Minute dahin fahren? Nee, alles gut. Mach das so weit. Noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Sport. Also Lilly, wenn du das Video siehst, du bist wirklich sehr sympathisch. Lilly hätte ich bis ans Ende der Welt gefahren. Ich habe gerade schon ein bisschen Herzrasen. Wie nennt man das? Schockverliebt, glaube ich, oder? Ja. Und damit herzlich willkommen. Hallo Jenrik. Schönen guten Tag. Das war aber sehr romantisch. Wie geht's dir? Sehr gut. Wir sind gerade von unserer Deutschlandtour zurück. 2100 Kilometer auf dem Supermodus in 6 Tagen. Ganz schön behindert, Alter. Warum macht man so eine Scheiße, frage ich mich. Schnapsidee von Nick und mir. Betrunkene Idee im Stream. Ja, ich sehe schon. Du bist auf jeden Fall hier gut ausgestattet. Reflektor ist am Start. Ja, und passend zum legalen Reflektor hast du auch natürlich eine legale Auspuffanlage von der Marke FMF. Ist das korrekt? Fünf, ja. Die ist wahrscheinlich, weil sie zugelassen ist, auch sehr leise, oder? Genau, da ist quasi gar nichts hinter. Das ist eine ganz angenehme Sache für die Ohren. Kann man das jetzt hier schon vor Ort testen oder verschreckt man dann die Nachbarn? Gerne mal unterwegs machen. Kann ich dir mal einen Soundcheck geben? Ja, bitte. Oh, so, lass mal so einen Flyby machen. Können wir so einen Flyby machen? Mit Begrenzer? Easy. Hallo. Ich bin der David. Ich bin der Per. Was hast du denn hier am Start? Das ist eine Beta 93 Racing. Mhm. Warum Racing? Die hat nochmal Kagawa-Fahrwerk vorne. Was? Kagawa? Was ist denn das? Ich hab das noch nie gehört, jetzt no joke. Echt? Ja, ein Hersteller für Gabel. Was ist das für ein Baujahr? 2020. Ach krass, Digga, ist die so neu. Ist das schon KTM-Technik da drin oder noch? Das ist kein. Ah nee, stimmt, ja, Gasgas war KTM, ne? Ja. Ich bin Motorrad-Influencer, merkst du, ne? Ja. Was ist das denn? Hallo. Hallo. Was lachst du denn jetzt so? Was ist denn so witzig? Nokia-Handy. Wie Nokia-Handy? Das ist ein Arschloch, Alter. Nokia-Handy! Das ist der beste Vergleich, den ich seit langem gehört habe zu der Kamera. So blöde Penner, Alter, wirklich, ey. Ich war einfach alleine Motorrad, ey. Jalla, jetzt komm! Ja, hä, wie Jalla, jetzt komm, ich bin bereit hier. Die ziehen doch noch ihre Jacke da an. Warum ich denn jetzt schon wieder hier? Ja, weil du die Leute schon belästigst. Du belästigst die Leute. Ich belästige dich gleich mal, Alter. Ja, ja, hier kann ich dir mal gleich zeigen hier, Alter. Oh, ein bisschen vermisst habe ich dich, ja. Ja, hab dich auch vermisst. Boah, eine schöne Zweitakter. Geil, Mann. Die macht richtig Spaß. Seid ihr bereit, Habibus? Auf jeden Fall. Jenrik hat einen geilen Flyby versprochen. Ich würde sagen, den löst er jetzt direkt mal ein, bevor wir das vergessen, oder? Was versprochen? Ein Flyby. Ah ja. Boah, ich habe eine krasse Idee gerade. Bei Isle of Man legen die sich doch ins Gras, wenn die Motorräder vorbeischießen. Das heißt, wir legen uns jetzt hier hin und dann fährt Jenrik so richtig Isle of Man mäßig an uns vorbei. Und dann musst du das aber draufkriegen, wie durch den Windzug dir das noch richtig schön flattert. Ja, genau. Der muss auf jeden Fall ordentlich wehen. Ey, darüber können wir die Geschwindigkeit bestimmen. Junge! Nochmal! Das ist so Isle of Man! Das war fucking geil. Ja, Mann. Ich sagte, das war ein schöner Flyby. Das war ein sehr schöner Flyby. Junge, Alter, was machen wir hier schon wieder für eine Scheiße, wirklich? Oh, guck mal, hier ist so ein Driftplatz. Jenrik, mach mal einen Drift. Das rutscht rein, das ist so hart aufs Maul.
Haben wir jetzt wieder so. Junge, was? Das warst du denn jetzt, Alter? Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle! Leute, ich glaube, ich bin alle. Oh nee, Digga. Also entweder alle oder gefressen. Bruder, mach mal jetzt keinen Scheiß. Hey Bro, aber ist das nicht die falsche Seite? Guck mal, die Dorfbewohner kommen schon, denken sich, Alter, was sind das für Vollidioten? Warum schmeißen die das Motorrad auf die Seite? Digga, die ist leer. Siehst doch ein, da ist nichts mehr drin. Och, Digga, das ist ja so dumm. Genauso habe ich mir meinen Abend vorgestellt. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle. Hölle.